Lass mich ausreden. Wir kennen Teile des Kennzeichens. Einer meiner Jungs hat eine passende schwarze Limo auf einem Parkplatz nähe Canal und Hudson gefunden. Du bist echt gut, Yuri. Bin unterwegs. Spider-Man. Hallo? Funktioniert das? Dr. Michaels? Wie rufen Sie mich an? Habe ein Sable-Funkgerät geborgt. Also, den Teufelsatem würde man am wichtigen Knotenpunkten freisetzen. An Flughäfen, Bushaltestellen, Bahnhöfen. Dann verbreitet er sich wie ein Lauffeuer. Verdammt, warum entwickelt Oscorp eine Biowaffe in der Stadt? Macht man das nicht in der Antarktis? Der Teufelsatem ist wichtig für Norman. Er ist seit Jahrzehnten davon besessen. Das Projekt verstößt gegen alle Gesetze und Regelungen, aber das interessiert ihn nicht. Wenn die Stadt das erfährt, war es das mit der Wiederwahl. Nicht nur das. Er käme in Den Haag wegen Kriegsverbrechen vor Gericht. Warum erzählen Sie mir das alles? Sie trifft doch dieselbe Schuld wie Norman. Ja, absolut. Aber diese Aktionen waren ein Weckruf für mich. Wir haben die Risiken viel zu lange ignoriert. Ich vertraue dir, Spider-Man. Du bist der Einzige, der das Richtige tut. Bitte. Schütze die Stadt vor unseren Führern. Haben eine Geiselnahme mit einem Bus. Officer benötigt beim Civic Center. Yuri, was ich fragen wollte, wie denkt Sables Team über unsere besondere Beziehung? Ja. Sie lieben es. So schlimm, hm? Tja, sollten Sie nie rausfinden, was du alles von mir erfährst. Wäre eine Zelle in Rikers wohl mein größtes Problem. Ich will dich nicht in Gefahr bringen, wenn es besser ist, den Kontakt abzubrechen. Die Stute nach! Uns beide. Jetzt mehr als je zuvor. Vergiss Sable. Wir machen so weiter. Deshalb bist du die Beste, Yuri. Nichts kann dich erschüttern. Aber hallo. Ist eine Taube. Und die Jagd beginnt. Es ist meine Verantwortung, die Taube zu fangen. Ach, wie mache ich was auch? Heim, Süße. Taubenalarm. Bleib hier! Ich tu dir nichts! Heim, Süße.
Beeilt sich. Gerade kam Rosa zu ihren Brüdern und Schwestern. Ich helfe gern. Du kennst die Kleinen ja ganz schön gut, was? Das bleibt nicht aus. Sandra kannte sie immer am besten. Sandra? Oh, meine Frau. Sag Sandra, dass sie schöne Vögel hat. Oh ja, natürlich, Spider-Man. Danke nochmal. Und bitte, such weiter. Ich sollte mir hier auch noch den Sender von MJ ansehen. Wenn ich das rekonstruiere, kann ich Tombstones Fahrzeuge verfolgen. Das sollte reichen. Zeit für einen Test. Okay. Einfach dem Signal nach. Sollte mich an den Ort führen, an den Tombstone will. Tombstone. Der macht mir echt Kopfschmerzen. Undurchdringliche Haut plus null Moral gleich großes Problem. Hoffe, Autos zerlegen ist das Schlimmste, was er so macht. Laster! Na, ihr Sonntagsfahrer? Mist, es ist Spider-Man! Ruft Verstärkung! Ich hab ihn! Knall sie doch endlich ab! Hey, die ganze Bande ist da. Spider-Man!
Biker erledigt. Mal sehen, was im Laster ist. Chemikalienbehälter. Aber alle sauber geschrubbt. Offenbar kommen die alle vom Alchemax-Werk in Harlem. Aber was war in ihnen drin? Das Geräusch bedeutet das Ende unserer Blitzrunde. Sollte mal bei Alchemax vorbeischauen und herausfinden, was in diesen Fässern war. Tombstone plant da was. Wahrscheinlich illegal. Definitiv gefährlich. Mist, der Teufelsatem ist weg. Ich sollte MJ vorwarnen. Hier spricht Mary Jane Watson. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht und ich rufe schnellstmöglich zurück. Was hast du nur vor, MJ? Laut Standish suchen die Dämonen etwas in Grand Central, aber was bitte könnten sie dort brauchen? Sollte wohl Peter anrufen und ihm sagen, was ich gerade mache. Obwohl, lieber nicht. Er würde mich sowieso nur nach Hause an meinen Laptop schicken. Ich schaue mir das schnell an und lass ihn wissen, was ich finde. Oscorps Entwicklungsteam arbeitet eifrig an einer radikal neuen Form von Batterie, die sich selbst mithilfe von Schallwellen auflädt. Schon in wenigen Monaten werden Sie ein Telefon kaufen können, das nie an die Steckdose muss. Cool. Oscorps Entwicklungsteam arbeitet eifrig an einer radikal neuen Form von Batterie, die sich selbst mithilfe von Schallwellen auflädt. Schon in wenigen Monaten werden Sie ein Telefon kaufen. Von Kratzern Dice zu Schusswurst. Oscorps patentierte Nanotechnologie erhöht die Heilungsrate des Körpers um das Tausendfache. Wir retten nicht nur Ihr Budget, wir retten Leben. Oscorps patentiertes Arsenal intelligenter, sensorbestimmter Munition reduziert Kollateralschäden auf dem Schlachtfeld um über 94%. Bitte melden Sie sämtliche verdächtigen Aktivitäten dem nächsten Mitglied des Sicherheitsteams. Verschlüsseln Sie Ihre Daten mit Oscorps Cerberus-Schlüssel, dem weltweit einzigen unüberwindbaren Verschlüsselungsalgorithmus. Osborn hat sich wohl Hilfe von außen geholt. Zahlt alles aus eigener Tasche. Diesen Führer muss ich brauchen. Ich bin Alice. Dieses Verteilgerät für Gaia-Mikroben setzt spezielle Mikroben in der Atmosphäre frei, die dafür sorgen, dass unsere Ozeane und Flüsse sauberer sind als jemals seit Menschengedenken. Mr. Lee. Es wird für alle leichter, wenn du ruhig bleibst und tust, was ich sage. Polizei! Hier drüben! Nein! À moi! Thank you.
Bürgermeister Osborns Büro? Geben Sie mir Bürgermeister Osborn. Und Sie sind? Der Mann, nach dem er sucht. Was wollen Sie? Seien Sie am Grand Central Terminal. In 30 Minuten. Allein. Oder noch mehr Blut klebt an Ihren Händen. Bin unterwegs. Geht es dir gut? Ja, alles gut. Aber beeil dich. Ich mach so schnell es geht. Was tust du in Grand Central? Erklär ich später. Hör zu, Lee hat vor, den Teufelsatem freizusetzen. Du musst sofort weg da! Das wird er erst tun, wenn Norman Osborn hier ist. Moment, das war sicher die ganze Zeit Lees Plan. Er wollte Norman zwingen, den Teufelsatem freizusetzen, damit er schuld ist. Er gibt irgendwie Sinn, wenn man ein Psychopath ist. Gut, ich bin hier. Komme jetzt rein. Sollte ich auf irgendwas achten? Ich will nicht... Stimmt. Da sind wohl ein paar Drohnen auf Streife. Er weiß offenbar, dass du kommst. Keine Angst, ich bin im Lüftungssystem. Siehst du einen sicheren Ausgang? Jetzt beruhigt euch doch! Südwestliche Ecke. Bin schon unterwegs. Wenn ich näher komme, sehen die Drohnen mich. Siehst du dieses Tablet da? Das steuert die Drohnen. Kommst du daran? Ja, wenn du sie ablenken kannst und es überlebst. Bin bereit, sag Bescheid. Okay, ich bin bereit. Achtung! Moment! MJ, was machst du denn? Beruhigen wir uns alle erstmal. Ding! Burbani, ich bin Reporterin. Ich habe Kontakt zu Bürgermeister Osborn. Ich kann dafür sorgen, dass er kommt. Pünktlich. Wie? Zuerst lasst ihn gehen. Lee先生,这记者说他知道怎么找到奥斯本。遵命。把他带到这边来,跟其他人分开。Lee先生马上就到。 Bewegung. Sie kommen, springen über das Geländer. Jetzt hier raus. Was ist mit dem Teufelsatem? Ich hole ihn später. Nein, wir sind Partner, weißt du noch? Können wir später streiten? Die Leute könnten sterben, wenn wir ihnen nicht helfen. Und du auch. Das werde ich nicht zulassen. Nein. Ich habe mich selbst reingeritten und komme auch selbst hier raus. Was meinst du mit dich selbst reingeritten? Das gefällt mir nicht. Das sind zu viele. Dann erledigen wir sie doch einfach. Lautlos. Sie sind sich noch... Sehr gut. Schnapp ihn dir. Los!
Versuch, diese Gruppe zu trennen. Ich versuch mal, sie zu trennen. Jetzt. Schalt ihn aus. Nicht so richtig. Was soll das heißen? Ich dachte, dass irgendwas passiert, aber nicht so. Warum hast du nichts gesagt? Wir sind doch Partner. Hey, Partner vertrauen einander, Peter. Was soll das heißen? Ich vertraue dir. Ja, wenn ich zu Hause an einem Laptop sitze. Ach, komm schon. Können wir jetzt bitte weiter die Stadt retten? Pack ihn! Los! Diese Gruppe zu trennen. Ich versuch mal, sie zu trennen. Na, Joke, wir müssen los. Los! Schalt ihn aus! MJ, wusstest du, dass Lee hier ist? Nicht so richtig. Was soll das heißen? Ich dachte, dass irgendwas passiert, aber nicht so. Warum hast du nichts gesagt? Wir sind doch Partner. Hey, Partner vertrauen einander, Peter. Was soll das heißen? Ich vertraue dir. Ja, wenn ich zu Hause an einem Laptop sitze. Ach, komm schon. Können wir jetzt bitte weiter die Stadt retten? Schalt ihn aus! Los!
还有谁听到了吗？ 那个记者在哪里？他就在这儿附近，我们很快就可以抓到他。Muss an ihm vorbei. Bin bereit. Orange hat schon wieder mal. 控制器在手上，不过我们也不找到他。如果他逃家了，不，他没跑掉，应该在这附近。不过这地方太大了。别让他逃走。Los. Starte den Timer. Beschäftige sie. Ich übernehme den Teufelsatem. Weißt du, was du da tust? Nein. Aber hat mich das jemals aufgehalten? Okay, was siehst du? Da sind vier Kabel. Zwei... Oh, okay. Blau ist wohl mit der Batterie verbunden. Gelb mit einem Lüfter. Rot hat ein kleines Ausrufezeichen. Gut. Du musst als erstes die Kabel von der Batterie trennen. Folge den Kabeln bis ans andere Ende und löse sie. Okay. Trenn die Kabel von der Batterie. Okay, erstes Kabel getrennt. Jetzt das zweite. Was? Der Timer steht jetzt auf 30 Sekunden. Eine Sicherheitsmaßnahme. Und was jetzt? Der Lüfter? Ja, und dann das letzte. Okay, jetzt das rote. Geschafft. Gut gemacht. Wow. Ja. Bringen wir jetzt die Leute hier raus. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Bist du bereit? Okay, ich mach den Weg frei. Aber bitte leise. Alles klar. Vorsichtig sein, sonst werden die Geiseln verletzt. Warum will Lee eigentlich New York terrorisieren? Fisk hätte niemals auf diese Weise Geiseln genommen. Er hatte recht, ich vermisse ihn.
三号单位检查通讯 三号没反应，谁去看看他？ 收到。 Schön. Muss noch ein paar aus dem Weg räumen, dann kannst du dich gefahrlos bewegen. Schnell! Okay, MJ, Zeit zu gehen. Verstanden. Leute, alle mir nach! Wir kommen zu dir. Lass ja, tschüss, tschüss, ja. MJ, hast du es geschafft? Ja, alle in Sicherheit. Gut gemacht. Hey, Peter. Ja? Nach der Sache sollten wir beiden reden. Ja, sollten wir. Aber zuerst tritt Lee in den Hintern. Mit MJ sollte man es sich niemals verscherzen. Ob es mich heute wohl erwischt hat? Den größten Keller in New York City hat? Verrückt, was? Da unten würde die halbe Brooklyn Bridge reinpassen. Ha, aber sowas bauen die heute gar nicht mehr. Früher waren die Keller in New York einfach tiefer. Naja, so ein Quiz macht Spaß, aber ich muss euren verrückten Boss davon abhalten, die Stadt zu zerstören. Bringen wir es zu Ende. Lees Fluchtplan ist der Zug. Er darf nicht entkommen. Der Bahnsteig ist offen. Da ist sicher auch Lee. Der Zug bewegt sich. Lee entkommt. Endlich. Sorry, bin zu spät. Passiert mir dauernd. Ja.
Warum tun Sie das? Ich begleiche eine Schuld. Hat nicht geklappt. Ich bleib wohl besser auf Distanz. In den Nahkampf. Beenden wir es. Er wird wohl langsam müde. Schnell jetzt, bevor er sich erholt. Sie sind krank. Ich will Ihnen helfen, Martin. Ich will Ihnen nicht wehtun! Nichts kann mir wehtun. Nicht mehr. Keine Bremsen? Kein Problem. Das hat letztes Mal funktioniert. Juri, bauen Sie noch an der 42. und 1.? Ja, da ist noch 100 gesperrt. Wieso? Nächster Halt. Knast. Bringt die Ladung zurück ins Labor. Bewegung! Hier spricht Mary Jane Watson. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht und ich rufe schnellstmöglich zurück. Hey, ich bin's. Sag Bescheid, wenn du reden willst. Und das ist jetzt nicht reden? Nein, 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 nicht die Art von vorbei! Bitte sag nein, bitte sag nein! Okay, okay.
Und nicht okay. Was gibt's da nachzudenken? Oh, ach ja? Klasse. Du hast es geschafft. Lee kommt ins Raft. Der Teufelsatem ist sicher bei Sable. Wie geht's dir? Wie es mir geht? Wie viel Zeit hast du? Nicht viel. Deine Heldentaten sind mein Papierkram. Aber weißt du was? Gute Arbeit. Danke, Yuri. Das habe ich gebraucht. Über der Sache mit Lee habe ich die Stadt vergessen. Wird Zeit, wieder der freundliche Spidey aus der Nachbarschaft zu sein. Spider-Man, mein Tracker hat noch mehr Leute von der Party entdeckt, die vielleicht... du weißt schon. Er heißt Ethan Albright, Lehrassistent Biochemie. Ist nicht zum Kurs erschienen. Meine Software hat ihn auf einem Foto entdeckt, aber er fehlt auf anderen Fotos vom gleichen Ort. Wir müssen's probieren. Ich versuche, den Ort zu finden. Danke. Philips Foto ist wieder meine einzige Spur. Ich muss den Ort finden. Auf dem Foto sieht man Hochbahnen. Wie die in East Harlem. Anscheinend ist am Ende der Gleise eine... Spider-Man, ich habe mit Carlos geredet. Er fühlte sich bis zum Barbecue gut. Was es auch immer war, es überfiel ihn nach der Halloween-Party. Eine verzögerte Reaktion, nicht gut. Vielleicht laufen solche verdorbenen Zeitbomben überall in Manhattan rum. Ich sehe Hochbahnen. Die sind nordöstlich von der ESU.
Lees Verderbtheit ist erschreckend. Wirklich niemand ist sicher. Bin ja an feindselige New Yorker gewöhnt, aber das ist ein ganz neues Level. Gut, dass ich Philipp auf meiner Seite habe. Der Typ hat ganz schön was drauf. Hochbahn könnte Harlem bedeuten. Ich bin auf der richtigen Spur. Wenn ich die verfolgen kann, bin ich am Aufnahmeort des Fotos. Oh, ich bin wohl zu spät. Hier ist es. Keine verdorbenen Studenten. Aber sie scheinen hier gewesen zu sein. Was ist passiert? Ein Haufen Wahnsinniger ist ausgerastet. Die waren high oder so, sind die Straße hochgerannt. Ich muss sie finden, bevor sie jemanden ernsthaft verletzen. Mein Auto ist in der Werkstatt. Ruf die Polizei, sie jagen jemanden die Gasse runter. Da sind sie. Beenden wir das. Lee hat viele Leute auf der Halloween-Party verdorben. Je schneller ich euch wieder in Ordnung bringe, desto besser. Tür ist abgeschlossen. Keine Zeit für Höflichkeiten. Ich glaube, das war's. Ich habe meinen Latte getrunken und an den Überfall von damals gedacht. Und diese Menschenmenge gesehen. Und es war, als ob ein Schalter umgelegt würde. Alles ist jetzt gut. Aber du solltest auf entkoffiniert umsteigen. Okay, es scheint alles soweit in Ordnung zu sein. Peter Parker könnte mal wieder... im Labor verbringen. Explosion, als wir noch klein waren? Deswegen hat Mom die Station gebaut. Sie überwacht den Druck in den Rohren und erkennt problematische Stellen.
Es baut sich ein gefährlicher Druck auf. Ich muss was dagegen unternehmen. Und zwar schnell. Die Oscorp-Satelliten führen seismische Messungen unter der Straße durch. Wenn ich an der richtigen Stelle fest genug auf den Boden auftrete, kann ich die Druckpunkte ablesen. Der hohe Druck wird sicher durch verstopfte Auslassventile verursacht. Wenn ich sie finde, kann ich die Blockade durch einen festen Schlag auf den Boden lösen. Hab meine Linsen auf die Forschungsstation ausgerichtet. Bereiche mit hohem Druck sind rot, die anderen blau. Okay, los geht's! Ich muss hart auf die Straße auftreffen, um genug Kraft zu generieren. Problemstelle gefunden. Wenn Oscorp tatsächlich Harrys Station verwendet hat, wissen sie schon länger von dem Problem. Wenn es eine Explosion gibt, geben sie Harry die Schuld. Geschafft! Aber das ist nicht die einzige Gefahrenzone. Ich muss die anderen Druckpunkte finden. Für einen Messwert muss ich den Boden anderswo treffen. Mir bleibt nicht viel Zeit. Repariert. Aber wir sind noch nicht aus dem Schneider. Schnell jetzt. Da ist die Stelle. Hilft immer, Druck abzulassen. Wäre das doch im Leben immer so einfach? Harrys Station hat eine größere Explosion verhindert. Eine Schließung können sie nicht mehr rechtfertigen. Gut gemacht, Spidey.
diese Station könnte sicher sein, denn hier testet Oscorp militärische Ausrüstung, Tarnvorrichtungen. Aber ich will keine Tests mit bewaffneten Drohnen. Jemand könnte verletzt werden. Nicht, wenn ich sie teste. Mal sehen, ob ich die Tarnvorrichtung mit meinem Anzug vernetzen kann. Geschafft! Ah, das Energiefeld stört meine Netzgeräte. Keine sichere Methode. Oh oh, die bewaffneten Drohnen funktionieren nicht richtig. Sie sind gefährlich. Und das Selbstzerstörungssignal funktioniert nicht von hier. Aber getarnt komme ich nah genug ran, um den Zerstörungsmechanismus auszulösen. Die Drohne ist nicht weit gekommen. Ich lade die Daten vor der Zerstörung runter, so können sie das Problem identifizieren. Okay, ich muss auf 10 Meter an die Drohne ran, um sie zu stoppen. Und ich muss mich tarnen. Perfekt! Jetzt muss ich sichtbar werden, um zu den anderen zu schwingen. Drohne, aber deine Daten leben weiter. Besser du als ich. Ich habe nicht gerechnet. Ich mache ständig was kaputt. Da musste eine dran glauben. Eine Drohne weniger. Sind bewaffnete Drohnen überhaupt legal? Spidey schlägt wieder zu. Der Tarnmodus war lustig, aber jetzt brauche ich meine Netze. Hoffentlich kapiert Oscorp, dass bewaffnete Drohnen in Manhattan keine gute Idee sind. Wofür ich nicht die Hand ins Feuer lege. Jetzt haben sie die benötigten Daten. Die Tarntechnik ist vielversprechend, aber noch lange nicht perfekt. Ich denke, Harrys Station ist sicher. Wenn sie hier die Fehler beheben, mache ich mir vielleicht einen Tarnanzug.
Zentrale. Brauche eine Meldung zur Lage in Spanish Harlem. Schwerer Beschuss durch den Mond bei Kontrollpunkt Delta. Wäre typisch New York, wenn es um einen Parkplatz ginge. Danke für die Rettung, Spidey. Aber gern doch, ihr gruseligen Faschosoldaten. Ein neuer Tag und wieder mal ein Dutzend. Ha, eine Taube. Oh, weg ist sie. Hoffentlich sieht mich niemand. Einfach wunderbar. Okay. Ein paar coole Outfits und wir gründen eine Wrestling-Liga. Die muss das machen.
Was würde ich mich jetzt über den Pizzalieferdienst freuen, anstatt immer mehr Dämonen? Die Dämonen werden frech. Deine Hilfe war nicht nötig. Hat aber Spaß gemacht. Söldner aufhalten, schnell! Oh, wow! So nah war ich an Spider-Man noch nie! Ich könnte weinen! Vorsicht! Vor mir! Das habt ihr geübt! Er hat sich fliegen lassen! Na, der Perfektion! Mal lieber ein, bevor noch mehr sterben. Kommt schon, ihr macht den Tauben Angst!
Oh, der Dank in euren Gesichtern ist mehr wert als jedes Dankeschön. Oder ist das Verstopfung? Schnell und leise sein. Da drüben jemand? Nur meine Fantasie. Ist da! Ich sehe ihn! Spider-Man! Es kann nur Spider-Man gewesen sein. Wenn Sie mich sehen, ist die Geisel tot. Hey. Wer ist da? Seht euch gut um! Nacht. Ist da jemand? Hat dich überrascht, was? Schnell und leise sein. Was ist das? Eine Taube? Mann verwundet! Come on.
war das. Wenn sie mich sehen, ist die Geisel tot. Sie ist so viel besser als die Arbeit auf dem Bau. Schnell und leise sein. Hey, was war das für ein Krach? Ist da jetzt? Oh, sie sind so süß, wenn sie schlafen. Thank you.
hätte besser sein können. Einfach wow. Hallo? Parker! Genau rechtzeitig. Zum Feiern. Feiern? Moment. Wo sind die Arme? Oh, wow. Wie cool. Aber wie haben sie... Intrakranielles neurales Netzwerk. Neurotransmissionsgeschwindigkeit unter einer Nanosekunde. Schneller als Signalübertragung im Gehirn. Oder zu einer externen Prothese. Das ist es, Peter. Und niemand kann uns das mehr nehmen. Unglaublich. Und Ihre Arbeit am neuralen Netz war der Schlüssel. Aber es ist noch nicht mal getestet. Es sind noch so viele Fragen offen. Es funktioniert wunderbar. Kommen Sie, sehen Sie. Das ist beeindruckend. Ein kleiner Fehler. Spannungsspitze. Das ist schnell erledigt.
Mal sehen, ob das geklappt hat. Nein, schlimmer als ich dachte. Stabilisiert es sich? Mist, die Spitze ist kaskadierend. Weiß nicht, ob ich das schaffe.
Komm schon. Das ist übel. Doktor? Doktor, es gibt da vielleicht ein Problem. Alles birgt Probleme, wenn man nur danach sucht. Aber den Mutigen gehört die Welt. Zeigen wir der Welt, was wir geschaffen haben. Otto, das neurale Netz isoliert Ihre Motoneuronen nicht. Das könnte auch Einfluss auf andere Teile Ihres Gehirns haben, Ihre Hemmungen, Ihre Stimmung. Wir brauchen einfach noch mehr Tests. Es gab schon genug Tests! Zum ersten Mal im Leben fühle ich mich nicht als Versager. Das hier bin ich. Otto, Sie sind kein Versager. Doch das hier könnte Sie dauerhaft schädigen. Bitte. Gut. Gut. Keine Sorge. Wir schaffen's. Ich bleibe dran. Behebe die Fehler. Geh. Geh. Wirklich alles okay? Ja. Danke, Peter. Für alles. Wir schalten jetzt live zum Grand Central Terminal, wo Bürgermeister Osborne vor die Presse treten wird. Martin Lee sitzt hinter Gittern. Wenn ich der Stadt etwas verspreche, halte ich es. Die Menschen in New York werden bald eine Entscheidung treffen, die diese Stadt für immer verändern könnte. Wenn Sie wählen, denken Sie an den heutigen Tag. Wir sind jetzt sicherer als jemals zuvor. Lügner! Du hast keine Ahnung, was dir blüht. Ich sollte Miles anrufen. Hey, Pete. Hi, Miles. Wollte nur nachsehen, wie du die Nachricht über Lee aufnimmst. Also, wenn du hier nicht mehr arbeiten willst, würden May und ich das verstehen. Ich wollte tatsächlich kündigen. Doch dann fiel mir ein, was Dad immer sagte. Ein Held ist einfach jemand, der nie aufgibt. Da hast du recht. Sofern er das Richtige tut. Du hast den Job von mir. Lass ihn sein, wenn du ihn nicht für das Richtige hältst. Die Leute hier. Was Lee getan hat, ist nicht ihre Schuld. Sie brauchen Hilfe und ich helfe ihnen. Ich glaube, Dad würde es so wollen. Ich glaube, er wäre stolz. Das war mir klar. Und Miles, ich bin auch stolz auf dich. Ruf an, wenn du reden willst. Danke, Pete. Ich muss los. May will, dass ich ihr ein paar Büroartikel besorge. Bis bald. Hey Spider-Man, es gibt noch einen vermissten Studenten. Der letzte Vermisste ist Steve Hopkins. Ich mache mir um ihn Sorgen, weil ein paar Jungs von Tombstones Gang angefangen haben, in seiner Nachbarschaft Geschäfte zu machen. Steve hat das gehasst. Es ist eine gute Gegend, aber er war zu ängstlich, was zu tun. Wenn er verdorben ist, lässt er vielleicht seine Wut raus. Aber sie werden ihm wehtun. Das Foto hat Steve zuletzt hochgeladen, bevor er verschwand. Ich konnte nichts Aktuelleres finden. Sieht nach der Upper West Side aus. Ich glaube, ich muss Richtung Norden.
Esther. Wenn ich einen Park auf der Westside am Wasser... Philipp, was weißt du über Steve? Er ist klein, würde keiner Fliege was tun und könnte es auch nicht, selbst wenn er wollte. Die Dealer könnten ihn platt machen. Und ein kleiner Kerl brennt schneller aus. Ich beeil mich lieber. Die Upper West Side ist nördlich der ESU. Steve scheint viel Verantwortungsgefühl zu haben, aber keine Kraft. Hoffentlich bin ich rechtzeitig da. Tombstones Gang ist vielleicht nicht so unangreifbar wie ihr Boss, aber genauso mörderisch. Ich glaube, der Park ist auf der Upper West Side. Da ist Wasser westlich der Bäume. Grenzt es ein. Da ist der Park. Das Foto muss hier irgendwo aufgenommen worden sein. Ich glaube, das ist es. Drüben bei... Verdammt, Junge! Bist du lebensmüde? Hey, Leute! Zeigen wir es dem College-Jungen. Das ist für den verdorbenen Typen ein paar Nummern zu groß. Ich muss ihn erst retten, bevor ich ihn versorge. Die Typen sind bewaffnet. Vielleicht kriege ich manche ohne Aufsehen. Ich mach ihn kalt. Hab ich mir das Gangsterleben nicht vorgestellt. Okay, das ist nicht mehr lustig. Jetzt ist Schluss mit den Spielchen! Mach ihn kalt! Gute Nacht! Was für ein Glück. So leicht mache ich es dir nicht! Und sagte, dass du kommen würdest! Alles gut, Steve. Lass uns... Steve?
Was soll das? Ich hab dich gerettet! Jetzt muss ich wohl streng werden. Oh Gott, was habe ich gemacht? Ich hatte immer ein Problem mit den Typen, aber heute wollte ich sie töten. Ich will gar nicht daran denken. Alles gut, du kannst nichts dafür. Taube. Ah, Mist, ich muss sie kriegen. Die Taube kennt sich in der Stadt besser aus als ich. Glückwunsch, Captain. Du hast den Rathausbomber. Wir haben ihn. Ist doch Jacke wie Hose. Ich will sagen, dass du in letzter... ...Zeit wirklich Gas gegeben hast. Du solltest Urlaub machen. Ich bin nicht so der Urlaubstyp. Aber wenn wir den Rest von Lees Leuten haben, mache ich das vielleicht. Kein Flug, kein Koffer. Nur mal richtig ausschlafen. Oh, du weißt, wie man feiert. Aber hey, jeder wie er kann. Oder auch nicht. Hast es dir verdient. Taubenalarm. Sie fliegt weg. Ich liebe die Namen. Freut sich Sandra, dass sie wieder da sind? Tja, sie ist leider nicht mehr unter uns. Krebs, weißt du? Howard, das tut mir so leid. Oh, schon okay. Man soll leben, nicht Trübsal blasen. Das hat sie nach der Diagnose gesagt. Ab und zu muss ich mir das ins Gedächtnis rufen. Kannst du weitersuchen? Diese Vögel zu finden bedeutet mir wirklich viel. Danke, Spider-Man. Diese Station analysiert Gewitter und dient als Ausfallschutz für die anderen. Alle sind anfällig für Blitzeinschläge, denn die könnten ihre Datenbanken auslöschen. Wenn Gefahr droht, übermitteln sie automatisch ihre Daten an Oscorps Server. Bitte sieh nach, ob da alles funktioniert, ja? Ein Sturm zieht auf. Und der automatische Transfer klappt nicht. Keine Zeit, einen Code zu schreiben. Ich muss die Knotenpunkte manuell verbinden. Dann muss ich oben auf dem Oscorp-Gebäude die Empfänger ausrichten.
Der erste Knotenpunkt ist über meinem Okay. Die Linsen müssten die anderen Knotenpunkte in Rot anzeigen. Geschafft. Ich muss weitere Verbindungen herstellen. Mann, es wird heftig hier draußen. Geschafft. Oh oh. Die Energie der Empfänger lädt mich positiv auf. Das bedeutet, dass ich Blitze anziehe. Meine Ladung steigt. Beeilung, sonst trifft mich der Blitz. Noch eine. Ein echter Grund zu feiern. Die Anzugisolierung schützt ein wenig. Aber oft darf ich nicht getroffen werden. Die Natur ist unglaublich. Vor allem, wenn sie mich vernichten will. Auch fertig. Ich kenne die wissenschaftlichen Abläufe. Trotzdem habe ich das Gefühl, als habe das Universum was gegen mich. Die ganze Stadt ist ein riesiger Insektenvernichter. Langsam bekomme ich Übung. Keine Zeit, die Aussicht zu genießen. Je langsamer, desto knuspriger. Thank you.
Okay, jetzt muss ich zum Oscorp Tower. Von den Satelliten weg und aufeinander ausrichten. Geschafft! Die Spinne spinnt ein Datennetz. Die Forschungsdaten werden auf Oscorp-Server übertragen. Harrys Arbeit ist sicher. Und ich kann ins Trockene. Klar, von den anderen habe ich schon jede Menge. Ich habe einen neuen Artikel veröffentlicht. Oscorp hat bekannt gegeben, dass Harrys Forschungsstationen wichtige Daten liefern. Also finanzieren Sie sie. Das ist ein Scherz. Klasse. Könnten wir es nur Harry erzählen? Er hat mich nicht zurückgerufen, was seltsam ist. Ich weiß, wie wichtig das für ihn ist. Seine Mom wäre so stolz. Er hat sich echt für sie ins Zeug gelegt. Du hast auch dazu beigetragen. Du bist ein guter Freund. Du auch, MJ. Und wo immer Harry ist, er weiß das. Ich freue mich auf den Artikel. Wie ist die Lage in Vanderbilt? Der Kontrollpunkt wird von Dämonen angegriffen.
Sogar die Tunnelmenschen in den Kanälen wissen von der Verfolgungsjagd zwischen der Polizei, Spider-Man und den Dämonen. Also, bevor der Boss war, ja? Glaub mir, Kleiner. Der Boss war immer der Boss. Für einen Typen im Knast sind Fists Männer verdammt loyal. Gänge. Hatte ich erwähnt, dass das hier eine Mitbringparty ist? Leg zusammen! Im Ernst, ich brauche noch was für die Miete! Spider-Man, ich habe gerade erfahren, dass hier Unmengen an Falschgeld im Umlauf sind. Falschgeld? Eine aussterbende Kunst. Dann gebe ich ihr mal den Rest. Versohlt ihm den Hintern! Schlechte Frisuren, zu viel Parfüm. Yep, noch mehr fürs Ganoven. Mehr Nachschub? Leute, Willy hat gesagt, ihr sollt euch freinehmen. Pfadfinder Ehrenborn! Jetzt ist ja alles ruhig, Captain. Super.
Super, noch eine Einnahmequelle, die Wilson Fisk nicht mehr für die Anwaltshonorare nehmen kann. Taubenalarm. Komm schon! Die ist schnell! Fressen Tauben eigentlich Spinnen? Leute, der Drahtzieher hinter dem Anschlag auf das Rathaus ist endlich geschnappt worden. Und schockierenderweise ist es der Philanthrop Martin Lee. Ich werde gleich dazu kommen, welche abartige Jekyll- und Hyde-Mentalität ein solches Doppelleben erfordert. Aber zuerst eine Warnung an alle, die seine Verhaftung feiern. Ja, es... Gut, dass er im Gefängnis ist, aber all die Dinge, die wir nicht wussten. Wie lange hatte er diese tödliche Biowaffe? Hätte man uns das nicht sagen sollen? Oder vielleicht die Stadt evakuieren? Es ist kein Zufall, dass uns diese lebenswichtigen Informationen vorenthalten wurden. Jemand hat das entschieden. War es die Polizei? Der Bürgermeister? Einer ist definitiv schuldig und seine Initialen sind Spider-Man! Die Dämonen werden immer dreister. Sie greifen die Polizei auf der Straße an. Okay, Kinder. Schluss jetzt. Sonst ist euer Panzerknacker-Spielzeug weg. Die Dämonen sind totale Fanatiker. Sie sind Martin Lee wirklich treu ergeben. Schon mal was von Blinken gehört? Das gibt einen Strafzettel! Endstation! Mist, Bombe im Laster! Ich muss sie da rausholen! Ihr lasst den Nachschub einfach da hinten warten, damit ich glaube, ich gewinne und ihr mir die Hoffnung zerstören könnt, oder?
Foto! Diesen Film mit der Bombe. Ich helfe lieber denen, die nicht das Rathaus in die Luft gesprengt haben. Fühlt ihr euch schlecht behandelt? Versucht mal, die Stadt nicht zu zerbomben! Hat aber Spaß gemacht.